Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition. Wir betreten jetzt hier den Nebel und schauen mal, was dahinter liegt. Spiegelritter, okay, gut. Dann war meine Vermutung noch richtig, dass es sich hierbei um einen Bosskampf handelt, weil ich habe in der letzten Folge gesagt, wenn es ein Bosskampf ist, dann, ja, dann ist es ein Bosskampf. Dann mache ich einen Cut. Zeige euch den Bosskampf in der nächsten Folge. Oh, ich komm da gar nicht durch. Okay, also ich werde hier, glaube ich, mindestens einmal sterben. Spiegelritter. Ah, ich muss warten, bis er das macht. Okay. Oder vielleicht mit der anderen Waffe angreifen, die von links Schaden macht. Also mit der ich mit links zuschlage. Ey, ich habe Schaden gemacht an ihm. Noch mehr Schaden gemacht. Wow. Okay, wir gehen kurz auf Abstand. Wo ist er? Was tut er? Okay, hat er einen NPC beschworen? Okay. Krass. Wow. Gut. Darauf, Freunde, war ich nicht vorbereitet. Darauf war ich wirklich nicht vorbereitet. Okay, auf jeden Fall wissen wir jetzt, was uns erwartet. Und ich bin froh, dass ich hier nach der letzten Folge einen Cut gemacht habe, weil ich schätze mal, bei dem werde ich jetzt schon ein, zwei Versuche brauchen. Glaube nicht, dass ich den jetzt hier so smooth einfach jetzt im ersten, zweiten Anlauf besiegen werde. Königskorridor, ja. Willkommen im Königskorridor. Ist auch ganz wichtig, wenn ihr möglichst schnell vorankommen wollt in Dark Souls, mit dem Lauf, lauftechnisch, dann die Ausdauer nie ganz wegrennen. Immer die Ausdauer kurz vorher abbrechen. Also ihr wisst, was ich meine. Immer kurz vorher das Rennen abbrechen halt. Okay, mach was, hä? Ja, das Problem ist, er dreht sich halt immer. Wir drehen uns jetzt mal zur anderen Seite. Er dreht sich halt immer so, dass ich zu seinem Schild stehe. Verdammt, da hat er mich getroffen. Die Frage ist, kann ich ihn vergiften? Auf jeden Fall kann ich ihn mit normalen Pfeilen treffen, das ist ja schon mal was. It's something. Aua. Er lässt sich nicht so gerne von normalen Pfeilen treffen, habe ich gemerkt. Versuchen wir das mit dem Vergiften einfach mal. Ah, okay. Yay, ich habe ihn erfolgreich vergiftet. Seht ihr, seine Lebensenergie tickt jetzt so nach und nach runter. Oh, verdammt. Jetzt habe ich wieder Probleme hier. Okay, also zu eurer Information, der Mirror Knight kann vergiftet werden. Benutzt doch eher. Ja, sehr gut, dass ich das gemacht habe. Eigentlich nicht, nee. Eigentlich nicht gut. Okay, sehr gut, ich lebe noch. Boah! Nein. Ah, Freunde, ich überlege, ob ich mir da nicht Hilfe bei hole. Weil das ist wieder sowas, zwei Gegner auf einmal, das mochte ich bei den Drachenreitern schon nicht. Bei den Drachenreitern war es halt wenigstens noch so. Da konnte ich halt noch sagen, der eine Drachenreiter, der fällt wie nichts um. Ja, und jetzt ist es halt so, er beschwört halt diesen Gegner und ja klar, der hat auch nicht so viel Lebensenergie. Aber, ich weiß nicht. Zumindest finde ich den Mirror Knight gerade nicht so einfach. Ihr kriegt mich niemals. Niemals lebend. Okay, wir versuchen es jetzt noch einmal.
Ganz wichtig ist, dass ich meine Seelen hole. So, okay, sehr gut. Ja, ich stehe immer auf der Seite, auf der er sein Schild hat. Ist nicht so gut. Problem ist, auf der anderen Seite schwingt er halt immer sein Schwert. Obwohl, es geht. Das geht. Er macht gar nicht so die schnellen Bewegungen. Bei dem Pursuer zum Beispiel ist es halt nicht so gut, zu der Schwertseite auszuweichen. Aber beim Mirror Knight geht es halt echt. Vielleicht hole ich mir doch keine Hilfe. Vielleicht schaffe ich ihn doch ohne Hilfe. Nein, aber nicht wenn ich so spiele. Nicht, wenn ich so spiele. Das ist jetzt... Jetzt habt ihr gesehen, falsches Selbstvertrauen. Ja? Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe rausgefunden, wie der Mirror Knight funktioniert und schon habe ich meine Deckung unten gehabt und schon habe ich quasi... Ja, ich wurde unkonzentriert quasi. Ich habe mich von diesem Siegestaumel, in dem ich halt schon war, habe ich mich halt einfach jetzt hinreißen lassen. So, und das darf halt nicht passieren. So, da hätte ich jetzt einfach... Ich hätte weiter konzentriert bleiben müssen und mich auf den Mirror Knight fokussen. Wir versuchen es nochmal. Und wenn ich jetzt wieder nicht schaffe, dann überlege ich, ob ich mir Hilfe hole. Dann schaue ich halt mal, vielleicht bringt das ja was, wenn ich mir ein Estus-Flakon reinwerfe, weil ich habe auch mittlerweile jetzt wieder so wenig Leben, dass es halt, dass ein Estus-Flakon schon fast wieder Pflicht ist. Ach, ich sage mal Estus-Flakon, ihr wisst genau, was ich meine. Ich meine halt natürlich keinen Estus, ich meine natürlich einen Human Effigy. So, komm schon. Okay, sehr gut. Sich davon treffen zu lassen, ist halt auch mal von Vorteil. Ihr fragt jetzt, welchen Vorteil. Es war Ironie. Ach, ich hau immer gegen sein blödes Schild. Gibt's nicht. Uff. Froh, dass er mich jetzt nicht aufgespießt hat. Auf jeden Fall schaffe ich es immer, eine Estus-Flakon zu trinken und das ist schon mal schön. Ich sage, vielleicht ist auch einfach mal Zeit für eine andere Waffe. Ich renne ja mit dem Schmiedehammer jetzt schon eine ganze Weile rum. Okay, jetzt kann ich ihn währenddessen, während er jetzt jemanden beschwört, kann ich jetzt ihm Schaden machen. Das ist schon mal gut. Ich habe auch den Eindruck, dass er jetzt mehr Schaden bekommen hat. Aua, aua, ah. Okay, weg hier. Bisschen Lebensenergie regenerieren. Aber der Mirror Knight ist auf jeden Fall alleine schaffbar. Ah, okay. Nein. Gut. Naja, gut. Okay. Ja, Freunde, dann werde ich mir jetzt Hilfe holen. Dann werde ich jetzt hier einen Human Effigy benutzen und dann ist es halt an der Zeit, jemanden zu beschwören. So, ich meine, wie gesagt, ich könnte den Mirror Knight alleine machen. Ihr habt es halt gerade gesehen, ich war schon echt kurz davor. Aber, die Sache ist, wir wollen Fortschritt machen, ja? Also es ist jetzt kein hier, ich muss das Ding halt jetzt nicht im Hardcore-Modus durchspielen unbedingt. Das habe ich ja schon bei dem letzten, bei den Drachenreitern hatte ich es ja angedeutet, ich würde mir Hilfe holen. Hab's dann auch einmal gemacht, bin dann gestorben, trotz Hilfe. Oh, hier liegt noch was. Und hab dann wieder gesagt, nee, wir bleiben dabei ohne Hilfe. Aua, ich will nicht an euch sterben. Ich will auf keinen Fall an euch sterben, weil da liegen 16.000 Seelen. Die liegen da und die möchte ich auch gerne wieder haben. Boah. Komm schon, Pferdchen, lauf Galopp. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
So, wie sieht's aus? Wen kriegen wir denn hier? Ascheritter Boyd. Okay. Ascheritter Boyd. Und wer ist er? Oh, Bernhard aus Hugo. Ja, gut. Machen wir das doch. Einfach mal just for fun. Einfach mal um zu gucken. Das heißt, einfach mal um zu gucken. Wir haben ja schon geguckt. Wir wissen ja schon, wie der Hase läuft. Der Dark Souls Hase. Aber mit ein bisschen Hilfe läuft der Dark Souls Hase nochmal besser. Ach. Also, wenn ich weiter so spiele, dann. Ja, nee. Wenn ich so spiele, dann wird das nichts. So, schon besser. Ach, vergesst es, vergesst es. Nee, also da muss ich mich jetzt mehr konzentrieren. Da ist jetzt auch wieder die Euphorie einfach so groß, dass ich halt einfach denke, oh, jetzt habe ich jetzt zwei Gehilfen, jetzt wird das hier schon super. Und dadurch spiele ich halt wieder unkonzentriert. Ist auch keine Ausrede, es ist wirklich so. Wobei ich noch nicht wirklich sagen würde, dass es hier richtig gut läuft. Also es ist, so weit würde ich hier noch nicht gehen. Okay, jetzt holt er wieder jemanden, aber in der Zeit können wir ihm halt hier Schaden machen. So, ich hoffe halt ehrlich gesagt, dass hier meine beiden Gehilfen einfach hier sich hier mit dem zusätzlichen NPC halt hier anfreunden. Das anfreunden, natürlich, dass sie ihn besiegen. Das ist so der Gedanke, den ich dahinter habe, natürlich. Was jetzt ganz gut ist, ist, Bernhard aus Hugo hat jetzt gerade die Agro. Das heißt, ich kann jetzt hier in Ruhe Lebenssteine und so nehmen. Und Ascheritter Boyd knüppelt den NPC nieder. Das heißt, es wird dem Spiegelritter hier wohl jetzt zum Verhängnis werden. Was, ist der NPC tot? Der NPC ist tot, okay. Sehr gut, jetzt hier nicht übermütig werden. Lieber noch mal voll heilen, bevor wir hier rangehen. So, sehr schön. Ja, Freunde, tut mir leid, dass ich das jetzt hier mit Hilfe machen musste. Ich hätte es halt auch ohne geschafft, aber ich dachte mir, wir wollen Progress machen, ja? Manchmal ist halt Progress machen wichtiger. Was gibt es denn hier noch? Verschnaufpause? Ja, nee. Schnaufpause gebe ich nicht. Oh, falsche Richtung. Ach, immer dieser Regen. Regen, Regen. Schlechtes Wetter in Dark Souls. Da ist ein Lift. Sag mal, Meister, gibt es denn hier keinen Lift? Aufgeben? Nee, wir geben nicht auf. Nicht so schnell. Du bist keine Mimik. Da freue ich mich besonders drüber. Seelenblitz, Zauberquarzring und dreimal Asketenleuchtfeuer. Ja. Ja, schauen wir doch mal. Hier liegt nichts. Steht jetzt auch wieder bestimmt irgendwas mit sinnlos. Ja, sehr gut. Bestes. Müsste ich eigentlich mal positiv bewerten. Das war der beste Tipp, dass das sinnlos ist. Oh, jetzt läuft der Brunnen hier voll. Ah, okay, der Regen wird immer leiser. Sehr gut. Dürfte es eigentlich so weit unten hier noch regnen? Nee. Okay, jetzt hat's aufgehört. Interessant. Auch heute ist es wieder Wetter, Wetter, Wetter. So, dann schauen wir doch mal, wo uns das Ganze hier hinführt. Schlingpflanzen. Sind wir im Schlingendorntal? Kleiner WoW-Joke. Grüne Blüte, ja. Sehr schön. Man weiß ja nie, wann man eine Fackel braucht. Oh, wir können schon 2,5 Stunden die Fackel rumtragen. Sehr coole Sache. Sehr, sehr coole Sache, wenn man drüber nachdenkt. Ah, oh, ich höre Gesang. Ah. Oh, Schrein von Amana.
Wir entzünden das Leuchtfeuer und reisen nach Majula, unsere Seelen ausgeben. Ich meine, das wäre jetzt echt schade, die Seelen zu verlieren. Bearer of the Curse, genau. Zweimal Konditionen. Gucken wir nochmal, ob wir mittlerweile einen fossilen Drachenknochen gefunden haben. Wir brauchen nämlich noch einen, damit wir unseren Bogen aufrüsten können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin großer Fan unseres Bogens. Ne, haben wir noch nicht. Okay. So, wie sieht's mit den Lebenssteinen aus? Ja, da könnten wir mal 12 Stück kaufen. Gegenstand kaufen. 12. Okay. So, wie sieht's mit den Pfeilen aus? Wir haben 400 und 200. Ach, das reicht mehr als... Ja, dann geht's weiter beim Schrein von Amana. Spannend, was uns da erwartet. Tolle Aussicht. Ja. Jedenfalls ist da unten eine Hütte und ein paar Gegner. Ob ich das jetzt unbedingt als tolle Aussicht bezeichnen würde. Schon bessere Aussicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich das aufheben? Nee. Kann ich den Ast abschlagen? Oder abschießen? Ah, sehr gut. Ein Pfeil sinnvoll eingesetzt. Kann ich mich von hinten anschleichen? Ich versuch's gerade mal. Nein, kann ich nicht. Sehr schön. He dead. Oh, hallo Freundchen. Jetzt wieder die Frage aller Fragen. Bist du eine Mimik? Nein, du bist keine Mimik. Gut. Feuerdrakenstein. Plus 1. Plus 1. Feuerdrakenstein einmal. Plus 1. Ist klar. Verwelktes Dämmerungskraut und Skeptikergewürz. Gut, gut. Ich meine das natürlich auf total männliche Art und Weise. Blutlachen, die lassen ja schon wieder hoffen. Noch mehr Blutlachen. Große Seele eines stolzen Ritters. Oh, was schimmert denn hier? Oh, oh, Gegner. Das ist ja gemein. Was schimmert hier und es sind Gegner. Auf jeden Fall glatterseitiger Stein ist schon mal was ganz Nettes. So. Irgendwo hier. Ah, da hinten ist der Gegenstand runtergefallen. Gucken wir doch mal. Ach, da ist der Typ runtergefallen. Hallo. Schön, dass du dich blicken lässt heute. An diesem Sommertag. Flammenschmetterling und glitzerndes Titanit. Das ist doch schön. Ja, natürlich speziell das glitzernde Titanit. Brauchen wir, um unsere Rüstung zu leveln. Oha, da glitzert und glänzt es ja überall. Aber ich habe so einen coolen Bogen. Und könnte das Feld hier mal so ein bisschen ausdünnen. Ja, machen wir es auf die langweilige Art und Weise. Man muss sich ja nicht immer in den Kampf mit 10 Gegnern auf einmal stürzen, ne? Ich meine, und dafür haben wir den Bogen ja auch. Oh, oh, hier ist auch noch einer. Hallo. Gibt das ja irgendwas, wenn ich davon alle töte? Feuerschwert. Feuerschwert gegen Wassermonster, ja? Ich kann mir schon vorstellen, dass es effektiv ist.
Glatterseitiger Stein, sehr cool. Oh, zweimal Human Effigy. Ah, seht ihr das hier? Ich glaube, hier geht's tief runter. Mhm. Das hatten wir schon bei der verlorenen Sünderin. Da musste man ja auch durch dieses Wasserlevel und dann... Ja, ja, das Spiel versucht einen schon ein bisschen hinters Licht zu führen. Hallo? Kopfschuss. Ah. Das war ja... Das hätte man in ein Horrorspiel schneiden können. So nah war das. Hallo? Ich liebe die Fackel. Oh, mit der Fackel sieht man übelst gut, wie weit wir können. Also wo das Gebiet hier zu Ende ist. Oh. Ja, natürlich, wenn man durch Wasser tumbelt, ist natürlich doof. Dann geht die Fackel natürlich aus. Rotes Wasser. Rotes Wasser, eine andere Umschreibung für Blut. Ich weiß es nicht. Oh, hallo, hallo, werte Dame. We are Milfinito. We are here to sing to those bound by death and dark. We will sing here forever, as we always have. From long, long ago. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will never leave. Do you seek King Vendrick? But what is a king, after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything wrong? Perhaps this will help. Oh, kleiner glatterseitiger Stein. Das ist sehr nett von dir, junge Dame. Okay, ja, den Dialog haben wir schon gehört. Okay, Freunde. In diesem Schuppen werde ich halt den Part beenden. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Bis bald.